Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel 1 gegen 1 mit den Rogue Mages. Ja. Es ist jetzt scheiße, weil die Hand ziemlich kacke ist. Aber immerhin können wir trockene Winde und magischer Pflanzer noch zusammen irgendwie verwenden. Ja. Tag voller Frieden ist auch noch schön, vor allem weil wir nicht anfangen. Das heißt, wir haben dann sozusagen so zwei Runden. Problem ist, er kann sich in der Zeit aufbauen, wo wir nicht wirklich was machen können. So. Was zum Geier? Ach du Scheiße. Och nö, die sind kacke. Dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass mittlerweile schon ein Unboxing zu dem oder beziehungsweise ein Opening zu dem ach, wie hieß es? Booster hier, ist schon Clash of Rebellions oder so. Ja, ist halt ein Display-Opening gekommen. Ja, da ich immer voraus aufnehme, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wann, weil ich so schlau bin. Ey, ein Auto drauf. Ja, auf jeden Fall wäre auf jeden Fall interessant zu wissen dann, was ihr dazu denn jetzt so denkt, beziehungsweise halt öfter machen, gar nicht machen, weil, ja, man kann sich halt ansehen, was für Karten in dem Display drin sind, oder, ja, sagt mir einfach, was ihr dazu denkt, weil momentan können wir gerade sowieso nur zugucken, und ich weiß jetzt nicht genau, wann es kommt, oder gekommen ist, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit vergangen. Das bedeutet, es sollte eigentlich vom Großteil, in Anführungszeichen, der Leute gesehen worden sein. Naja. Wir dürfen irgendwas tun. Eine Bodenlose. Das hilft uns auf vier verschiedenen Arten fast nicht. Naja. Bodenlose. Trockene Winde. Trockene Winde. Rosmarin, die blaue. Es kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie bei Herr der Ringe. Der Weiße, Gandalf der Graue und Saruman der Weiße und Gandalf der Weiße, Rosmarin die Blaue. Naja. So. Das hat sich jetzt nicht wirklich so gelohnt und wir haben jetzt unser einziges Monster noch verballert. Ich habe eigentlich gehofft, dass irgendwas Nützliches kommt, was uns halt helfen würde, wie feuchte Winde oder sowas, aber wir haben nur Mistfischen. Alles jetzt nicht so geil. Ist jetzt natürlich die Frage, was er da drüben macht. Also spielen müssen wir ja mittlerweile. Vierer Exit-Deck. Ist generell jetzt vor allem mit den Künstlerzauberern da können wir nichts tun. Noch spielbarer geworden, weil wie gesagt, die sind halt alle vier oder ein Großteil von denen ist vier. Und der hier zum Beispiel Spezialbeschwören von einem wird zwar zu 0-0 und der verliert 1000 Lebenspunkte, ist halt aber für eine 4er-Exit dann doch eher egal. So. Aha. Ach, es ist gerade ein bisschen kacke für uns wirklich. Nee, bodenlose heben wir uns dann doch lieber auf, wenn irgendwie eine Exit kommt. Wo die jetzt für Deltaros zum Beispiel doch eher nicht hilft, wie dem da. Der Witz ist, ich weiß, dass er jetzt Deltaros ruft, also Deltaros. Die meisten anderen hätten, wie hieß es, ja, dann hat er natürlich das Richtige getroffen, Ptolemäus oder so gerufen oder wie auch immer hieß, um dann halt auf Infinity zu gehen, also Cyber Dragon Infinity. Und das hätten wir dann natürlich gleich mal weggekontert, weil wir Cyber Dragon Nova einfach bodenlos in Ruhe. Da sind wir doch mal ganz Pü-mäßig drauf. Nö. Da können wir leider nicht tun. Immerhin keine Lebenspunkte für uns, die weggehen. Ja. Alles nicht so geil, aber immerhin können wir jetzt erstmal zwei ziehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Problem ist, selbst wenn wir jetzt einen Garten ziehen, ist die braune nicht unbedingt stark genug. Der, die, das, jenes braune Wesen hier, was wir auf der Hand haben. Einzelfeuerblüte. Einzelfeuerblüte ist
in Verbindung mit Teufel der Kette vielleicht doch gar nicht so schlecht. Weil jetzt können wir nämlich... ja... Bergamot, die Rote rufen. Zauberer von Schlag mich tot. Feuer vom Stuhl, keine Ahnung. So, wir können die leider nicht pushen, was hässlich ist ohne Ende. Aber immerhin haben wir den Durchschlag. 400 sind nicht viel, aber mehr als 0. Ja, Mathematik ist was Feines. So. Ja, Problem ist, er hat noch die Kralle voller Monster und er hat noch Deltaros-Effekte. Das bedeutet, Kette geht auf jeden Fall für Deltaros drauf. Es sei denn, er nimmt jetzt natürlich trockene Winde oder die mystischen. Ja, nee, ich glaube nicht. Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt allerdings, wir haben nicht wirklich noch jetzt irgendwas in der Hinterhand, weil ja, mit einem mystischen und trockenen Winde können wir jetzt gerade nicht viel machen. Es sei natürlich, er opfert nochmal 1000 Lebenspunkte. So, warte mal, Künstlerkugel, die du kontrollierst, spielt hier das Hand und Schatten, das ist ja schön werden. Aha. Okay, du hast keinen Kampfschaden aus Angriff und Na gut. Das ist ein bisschen scheiße. Naja, gut, was wollen wir machen? Weil eigentlich würde ich jetzt doch lieber mit trockene Winde loslegen. Aber ich glaube nicht erstens, dass er nochmal 1000 Lebenspunkte zahlt. Und zweitens glaube ich nicht, dass wir das Glück haben, hier an der Blasenbarriere vorbeizukommen. Naja, wir können hier nur hoffen. Wenn wir Glück haben, ich weiß gar nicht, irgendwas ist das. Was ist das? Man macht da nicht. Schade, schade. Naja, immerhin können wir nächste Runde dann trockene Winde. Ach nee, geht ja gar nicht. Da verlieren wir doch den Lebenspunkt. Wir verlieren jetzt Lebenspunkte. Haha. ja, gut. Jetzt bräuchten wir wirklich die Blaue und den Garten. Damit wir den Dev drehen und durch. Oder wir sind hässlich und machen das so. Auch eine Möglichkeit. Nicht so elegant, wie ich mir das gewünscht hätte, aber mit einem magischen Pflanzer, trockene Winde und dann zwei ziehen, wäre gegangen. Ja, ist es leider nochmal nicht. Problem ist, mit 1-4 ist es, obwohl der Gegner... ja, jetzt spielt er gleich selber Raikiki. Oh nee, doch. Raikiki rein. Ja, hab ich nicht gesagt. So. Ja, von so viel So-Sagen passiert irgendwie auch nicht viel. Ist jetzt natürlich die Frage. Ey, nochmal. Er haut nochmal. Ach nee, es ist der Entferner. Ja, schön wäre es aber, wenn nochmal 1000. Gut, er müsste nochmal 2000 rausprügeln, damit sich das irgendwie lohnt. Ach je, ach je, ach je. Und wenn er angreift, ist das sowieso hinfällig. Ein Pokémling wäre jetzt ja nicht schlecht. Und dann 1000 Zahlen. Wo, ich könnte ja mal gucken, ob das überhaupt ist, so spontan wie das Achtel gelegt wird. Na gut, der muss ihn in den Friedhof legen, damit der Effekt durchgeht. Ja, ich natürlich kacke. Ja. Ah. Emre, ich hätte jetzt eigentlich gerechnet mit Excalibur und dann 4000 und gib ihm. Aber anscheinend geht er erstmal auf Nummer sicher. Das ist natürlich schön. Oder ist das nicht schön? Das ist die Frage. Immerhin könnten wir trockene Winde verwenden, was uns gerade nichts bringt. Also feuchte Winde meine ich. Um Lebenspunkte zu bekommen. Also das haben wir auf jeden Fall verloren, weil mit Ausnahme von irgendwas richtig heftigen, wie zum Beispiel magischer Pflanzer und dann zwei Superkarten, die wir ziehen, glaube ich nicht, dass wir jetzt noch eine großartige Chance haben.
Ja. Ist wirklich jetzt ein bisschen kacke. Naja. Schade, dass wir jetzt den da ziehen. Weil der hilft uns dezent gar nicht. Hier. Was machen wir mit dem? Doch, der hilft uns sogar. Weil das geil ist. So, das da weg. Das da aktiviert. Warte mal. Nein, das muss ich erst in die Battle Phase gehen, um den zu beschwören, damit das durchgeht. So, und der Gusto ist weg. Und Angriff und gib ihm. Immerhin sind wir jetzt schon mal wieder ein bisschen ins Spiel reingekommen. Wird uns so nicht helfen. Weil die Differenz ist immer noch zu niedrig, um trockene Winde effektiv durchzubringen. Und er kann 4 exiten. Mehr als wir jetzt damit anrichten können, was wir da so haben. Eine Pokémling wäre natürlich immer wieder super. Ja, gut, das hat sich dann jetzt auch erledigt. Gut, pendeln hat er ja nichts. Ja, gut. Das ist schön. Oder auch nicht, weil jetzt kommt eine 4er Exit. Wer hätte es gedacht in einem 4er Exit Deck? Das ist wirklich etwas ungeil. Naja. Was wir machen, wenn man das jetzt gemacht hat, ist mir so ein Rätsel, aber gut. Yay! Ja, wer das Unboxing-Video gesehen hat, ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ja, jetzt weiß ich es doppelt. Also, ich weiß es jetzt schon und wenn das Video rauskommt, weiß ich es gleich nochmal. Naja, gut. Es ist jetzt wirklich ein bisschen hässlich, kacke, scheiße und so. Naja, gut. So. Ich bin gerade etwas in der Ecke. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir es vielleicht doch noch wieder schaffen, zurück ins Spiel zu kommen. Nachdem wir uns so super halt um sein Feld gekümmert haben. Aber anscheinend haben wir kein Glück. Wir können jetzt nur hoffen, dass er sein Exit-Material halt abhängt. Warte mal. Du kannst auf den Ursprung gehen, das zu früh kontrolliert. Das ist merkwürdig. Lassen wir das durchgehen. Das lassen wir durchgehen. Warum lassen wir das durchgehen? Weil wir dann genauso viele Lebenspunkte haben wie er. Das bedeutet, wir kriegen also sowieso dann 1000. Und damit können wir dann vielleicht sogar noch irgendwas tun. Ich hoffe jetzt nur, dass er kein Monster zieht, weil wenn er ein Monster zieht, sind wir dezent tot. Naja, gut. Irgendwas ist halt immer. So. Das ist wirklich ein bisschen scheiße. Aber gut, das soll uns jetzt so nicht stören. Aber wir können noch was tun. Haha, wir bekommen jetzt erstmal 500 Lebenspunkte. Das ist sowieso ein Witz. Normalerweise kannst du keine 1000 Lebenspunkte zahlen. Also du kannst den Effekt nicht aktivieren, weil wir haben nur 1000. Das heißt, wir wären dann tot. Und man kann sich ja bekanntlicherweise nach dem Rulings nicht tot zahlen. Ist auf DevPro noch ein bisschen buggy, aber wenn man das weiß, kann man das ja berücksichtigen. So, jetzt kommt der da.
natürlich die Frage, was er jetzt so macht. Also er kann jetzt auf jeden Fall einen rufen, dann hat er noch 1000. Was nicht mal unbedingt so clever wäre. Also ich glaube, er muss es jetzt sogar machen. Weil er hat es ja aktiviert. Das wiederum bedeutet, dass wir relativ günstig eventuell durchkommen können. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Ich weiß es nicht so genau. Weil, gut, wenn er jetzt angreift, können wir aber im Angriffsmodus machen, also haben wir damit kein großartiges Problem. Ah, jetzt macht er doch Infinity oder was? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Bringe ich das jetzt? Ja, ich muss es bringen. Also, ich hätte es jetzt nicht so bringen müssen, aber das ist die einzige Chance, die ich eventuell noch habe. Weil er macht jetzt Infinity, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Das ist Cheating. Ohne Infinity hätten wir jetzt nämlich doch noch eine Chance gehabt, weil wir hätten dann halt seinen Angriff ausgeblockt von dem, was er gerade dann gerufen hätte. Solange es keinen Death-Durchschlag gehabt hätte, zumindest. Und dann hätten wir uns mit Krug noch eine Weile verteidigen können. Also, ja, es ist bedauerlicherweise jetzt knapper, als es eigentlich hätte sein sollen. Du hast so ein Schwein. Also, das ist ein Komma. Schwein. Verdammt. Ach, was ist denn jetzt los? Knapp. Ach ja, man merkt es vielleicht, ist es schon etwas später. Naja. Ich wiederhole, naja, jetzt wahrscheinlich noch so lange, bis wir tot sind. Ja. Jetzt ist mit dem Krug, hätten wir es dann wirklich gerissen. Aber naja. Oder zumindest hätten wir eine Chance gehabt, es zu reißen. Naja, egal. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Man konnte auf jeden Fall gut sehen, dass man, auch wenn man in der Ecke ist, relativ gut wieder rauskommen kann mit ein bisschen Glück. Kritisch nur natürlich die Lebenspunkte des Gegners irgendwie im Auge zu behalten, aber mit ein bisschen Übung geht das. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.